Pure Life, pures Leben, heißt die meistverkaufte Wassermarke der Welt. Hergestellt vom Lebensmittelkonzern Nestle, der nun auch in Ländern wie Pakistan Profit machen will. Dafür beute der Schweizer Großkonzern in armen Ländern Wasserquellen aus und verschärfe somit dort den Wassermangel. So der Vorwurf des Dokumentarfilms Bottled Life. Mit ihrem Werk haben die Schweizer Filmemacher die Arbeit des Lebensmittelriesen hinterfragt. Wir haben festgestellt, vor Ort in Afrika, in Asien, aber auch in Nordamerika, dass das, was der Konzern sagt, nicht dem entspricht, was wir vorgefunden haben. Also da ist eine riesige Diskrepanz zwischen dem sogenannten nachhaltigen Anspruch von Nestle und dem, was wir in der Realität vorgefunden haben. Dabei wird Nestle von namhaften europäischen Banken und Finanzinstituten mitfinanziert, darunter auch die Deutsche Bank, die das Schweizer Unternehmen gegenwärtig mit Krediten und Anleihen in Höhe von knapp 2 Milliarden Euro versorgt. So das Ergebnis der Studie Dirty Profits, schmutzige Geschäfte, die heute von der Organisation Facing Finance in Berlin vorgestellt wurde. Es geht um 19 große europäische Finanzhäuser, die kontroverse Unternehmen mitfinanzieren. Wir haben festgestellt, dass die von uns untersuchten Banken in einer Größenordnung von 60 Milliarden Euro in Unternehmen involviert sind, die mit ihren Geschäften profitieren von Umweltzerstörung, Korruption und Menschenrechtsverletzungen. Auch Adidas steht im Visier. Der deutsche Sportartikelhersteller wird von Menschenrechtsorganisationen wegen Ausbeutung und schlechten Arbeitsbedingungen in der Zulieferkette kritisiert. Das Unternehmen aus Herzogenaurach bestreitet dies, verweist auf sein nachhaltiges und soziales Engagement, ebenso wie die vom ZDF angefragten Finanzinstitute. Doch die Organisation Facing Finance kritisiert, solche Selbstverpflichtungen der Banken seien nicht bindend und fordert die deutschen Finanzhäuser auf, aus Investitionen auszusteigen, die Menschenrechte verletzen oder die Umwelt verschmutzen.